Hallo und herzlich willkommen zu nunmehr zweiten Episode von Let's Play WoD, WoW, WoD. Ne, so viele WoS, das macht einen doch schon ganz kürre. Das ist nett von dir. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ja, wir wollen natürlich erstmal hier diese beiden Menschen töten. Ja, das wäre natürlich eine interessante Sache. So. So, gucken wir uns mal an. Diesmal ist er wirklich da. Ne? Du, mein Freund, ja, der hat ziemlich viel Life, aber jetzt nicht mehr. Der zählt auch... Oh, Iron Horde, was? Rations, okay. Ich dachte schon irgendwas Besonderes. Der zählt ja auch als... als eigener Mob und ich hab auch bitte nicht Wölfe. Lasst mich bitte in Ruhe. Lasst mich bitte in Ruhe. Gut, hier müsste jetzt gleich noch einer sein. Ja. Ungra. Alles Schattenmond-Clan anscheinend. Also Shadowmoon-Clan. Oh. Die beschwört wohl irgendwas. Void Monstrosity Totem. Ja, wir sollten, glaube ich, einfach das Totem umhauen. Ist der Käse auch gegessen. So. Zwiebeln immer so einen Kick rein. Bam. Was habe ich denn hier oben eigentlich jetzt? Restless Spirit. Ah, okay. So. Rollen wir uns mal wieder zurück. Zu dem Plateau. Ja, hier sind jetzt anscheinend dann auch die, die anderen Questgeber, ne, mit hingekommen. Ich finde das sehr... Also, das lineare Leveln ist zwar auch eine... An sich natürlich eine Sache, wo man, die man mögen muss, aber mir gefällt, was sie mit der Story dann da machen. Das ist nett von dir. So, ziehen wir uns mal den neuen Kopf an. Mythically Superior. Ja, schön, dass wir das mal bekommen. Keli Dan, The Breaker. I'll take this Draenei back to Khadgar. Stop that orc from opening that portal. We will return with help. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich komme hier einfach rein. Super Sache. Du wirst das Portal nicht öffnen. Ja, bin ich noch mal gespannt, ob du da recht hast. Hast du nicht? Worthless. Your scurrying is at an end. Rats. Not so fast, Ner'zhul. Yes, step closer. I will bury you alive for the glory of the Iron Khadgar, Horde. Get us out of here! Jo, ganz knapp, mein Freund. That was close. There is no turning back. We press on. Anscheinend werden wir jetzt hier wirklich in jeden einzelnen von den Warlords eingeführt. Der Frostwolf-Clan ist wohl so ein bisschen gegen die Eiserne Horde. Ne? Ihr seht, wir haben hier sehr viele von denen befreit. Die stehen auf unserer Seite. Okay, also bin ich doch mal gespannt, ne? 510 sogar. Wird ja so langsam richtig gut. 30 Blackrock Weapons. Habe ich sonst noch eine Quest, nicht, dass ich hier jetzt noch was vergesse? Oh, ich kann hier schon mal reparieren. Schön und auch verkaufen. Das kann weg, das kann weg. Das kann alles weg. So, müssen wir mal gucken. Das müsste weg können. Den Rest behalten wir erstmal. Kann ich jetzt... gut. So, dann schauen wir doch mal nach den Waffen, die wir hier uns organisieren sollen. Die droppen die anscheinend. Und die sind wohl auch in so Kisten drin. Also auf Weapon Racks. Das heißt, ich muss nicht nur töten. Oh, die droppen sogar mehr. Nice. Die Weapon Racks bringen wohl mehr. Und hier liegen noch vereinzelt welche rum. Ja, das ist doch in Ordnung so, muss man sagen.
dass man diese Waffen halt eben aus verschiedenen, ja, Quellen eben bekommt. Und du stirbst jetzt einfach. Das finde ich schon geil. Also, ich muss jetzt natürlich zu der Aussage gerade noch mal ein bisschen was dazu tätigen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, geile Neuerung, das ist jetzt revolutionär. Nein, ist es nicht. Es ist aber was Neues in WoW. Ja? Also da muss man ganz klar differenzieren. Das gibt's in anderen MMOs schon länger und das hätte es in WoW auch schon lange geben müssen. Ich finde es gut, dass sie es jetzt eingebaut haben. Ne, ich bin das ja von Guild Wars 2 gewöhnt, dass man mehrere, ja, quasi Ziele hat, ne, also mehrere Möglichkeiten hat, um seine Objektive hier zu erfüllen. Und da finde ich doch recht schön, dass Blizzard da jetzt auch endlich mal auf diesen Zug, ne, mit aufgesprungen ist. Das hat ja jetzt auch echt lang genug gedauert. Und ja, da sehe ich wirklich positiv momentan die Entwicklung von WoW. Gibt's ja wieder einige, die sagen, WoW Casual, ne, WoW ist tot. Sehe ich nicht so. Da werden euch auch sämtliche Leute, die heute Nacht versucht haben zu spielen, ne, die werden euch da beipflichten, also mir da beipflichten, ist nicht so. Ist garantiert nicht so. Sie stabilisieren momentan wieder so ein bisschen die Lage, ne? Also es war ja so, dass die ein bisschen runtergegangen sind, die Zahlen, aber ich sehe momentan nicht, dass WoW tot ist. Ganz ehrlich nicht. Und ich finde auch. What's going on down there? Blackhand. Schön. Lotaro Gar, Champion. Rise up, Frostwolves. Avenge the murder of your chieftain. And reclaim the honor of our clan. Moment. The murder of our chieftain. Azeroth. What good are a handful of slaves against the Black Rock war machine? Black Rocks. Crush them! Ich muss. Follow our champion onto the battlefield and listen for my call. I have a plan. Okay. Ich dachte eigentlich, dass der Chef von dem vom War schön dem vom Frostwolf Clan, dass das der Vater, ne, Durutan gewesen ist. Aber da kann ich natürlich auch falsch liegen, ne, also dass er das später dann erst geworden ist nach diesem, ja, ich will es nicht Coup d'État nennen, es ist ja eigentlich kein Coup d'État, das ist ja alles hier so ein bisschen anders, auch die Zeitlinie, und ihr wisst ja, wie das ist, ne, allein das Faktum, dass man in der Zeit zurückgereist ist, kann die Zeit verändern, ne, das ist ja Butterfly-Effekt mäßig. Und da finde ich eigentlich, könnte man sehr sehr geile Ideen mitmachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Blizzard das machen wird. Das ist immer so die nächste Frage. Aber ich sehe dem Ganzen wirklich sehr, sehr enthusiastisch entgegen. Ja, ich bin ja ein großer Fan der Lore. Ich bin ein großer Fan von Chris Metzen. Ich wüsste jetzt nicht, ja, wann der mich mal enttäuscht hätte, storytechnisch. Und ja, von daher, ich sehe das alles ein bisschen, ja, gelassener. Ne, kann man fast schon sagen. Und da bin ich nochmal gespannt, was sich der Gute so ausgedacht hat. Ne? Also es ist ja, wie sie es in der Dokumentation gesagt haben, ne, das sind einfach nur, für sich genommen, sind es einfach nur dorky Stories, also ja, Geschichtchen, ja, also so nette Geschichtchen, kann man fast sagen. Aber für sich zusammengenommen sind die was Bewegendes. Und da hat er auch recht. Also da hat er auch wirklich recht. Ne? Für sich zusammengenommen ist so das, was den Spielern hier auch passiert in World of Warcraft, schon etwas, ja, Einzigartigeres. Ne? Das ist fast schon, ich will nicht sagen wie ein zweites Leben, ne? Weil das wäre schon ein bisschen krass jetzt.
Get to high ground! Okay. Wie gesagt, ich will nicht sagen, es ist wie ein zweites Leben, das wäre ein bisschen hochgegriffen. Aber es ist schon. Es ist eine bereichernde Erfahrung. Ja, aber auch der Katka hier so eine Mega-Genki-Dama, ne? Mit so einem Kamehameha machen. Glaube ich. Hat da einfach mal alles zusammengefügt, ne? Ja, schön. Ja. Haben wir dem Ganzen hier doch mal ein bisschen... was? Black Rock Quarry. Kann ich eigentlich schon... Ich könnte Random Warlords of Draenor Dungeon wirklich nehmen. Wir questen aber erstmal, ne? Also, wie gesagt... Oh, noch eine Quest. Wie gesagt, wir wollen only the winner. I only serve the winning side. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin ja sehr großartig. Ich finde die Quest hier sehr großartig momentan. Und weil ich eben jetzt auf Malorn bin und auch auf Malorn bleiben möchte, für den Moment, kann ich eh nicht aus der Gruppe rausgehen. Das heißt, ich kann nicht einfach anmelden. Es geht denen wahrscheinlich genauso. Und ich bin da wirklich sehr dankbar, dass die gerade mir die Möglichkeit geben, eben hier auf dem... was habe ich jetzt gemacht? Sollte ich das machen? War das so der Plan? Ich weiß es nicht. Ich konnte es anklicken, also habe ich drauf geklickt, ehrlich gesagt. Gut, jetzt soll ich hier nochmal ein Powder Cake, Blackrock Powder Cake. Okay, wo kriege ich den her? Cluster Bomb Pallet. Keine Ahnung. Laborer, die droppen auch die Schematics. Grolmgar, ne, der gute Craft. Ist jetzt vielleicht endlich mal wieder online. Also endlich mal wieder online. Da tue ich ihm ja jetzt Unrecht, wirklich. Er hat ja quasi die ganze Nacht durchgestreamt. Oder ist Ganar, den ich finden sollte. Hallo. Obtain Ganars Shackle Key. I could kill 100 of these pigs with this shovel alone. Ey. Warum rennt er vor mir weg? Er rennt aus Scheiß aus. Oh, wie geil. Ich hau ihm einen in die Fresse, der rennt an mir vorbei und geht kacken. Oh Gott. Das ist doch bloß, dass ihr das nicht witzig findet. Also, ich weiß nicht. Ich weiß, ich bin ein bisschen einfach zum Lachen zu bringen, aber das ist gerade einfach zu geil. Es tut mir leid. Allein der Gedanke, dass ein NPC an mir vorbeirennt, einfach nur zum Kacken. Das ist so eine Kriegszone hier, wisst ihr? Also, oh Gott. Ach, Blizzard. Danke für diesen Moment. Echt, danke für diesen Moment. Irgendwie so ganz, was ich mit diesen Dingern machen soll. Ach, jetzt will er was, oder was? Hast du nicht ausgeschissen? Ja. Oh Gott. Tut mir leid. Ich beruhige mich gleich schon. Das ist einfach für den Moment echt zu komisch. Das ist echt... Oh Gott. Ja. Okay. Okay. Ich glaube, ich hab's wieder. Ja, gut. Puh. Geht er jetzt auch kacken? Komm schon, bitte. Mach mal nur. Ach ja. Warum kann ich nicht kacken gehen? Das wär's doch. WoW noch realistischer gestalten, indem man die Leute einfach kacken gehen lässt. Das wäre echt extremst nice. Jetzt habe ich die Schematics hier geholt. Was mache ich jetzt eigentlich hiermit?
Ich weiß nicht, was ich damit... Ach. Hier muss ich jetzt in diese Dings... was muss ich denn hier überhaupt machen? I offer you this challenge. Enter Colossal's Fall to the North. Ach, das sind es, wo die anderen gerade sind, glaube ich. Okay. Ach, jetzt hast du mich bemerkt, oder? Na komm, kriegst du wenigstens einen schnellen Tod. Wollen wir mal nicht so sein. Da ist auch schon das Fässchen. Das Pulverfässchen, ihr merkt, ich habe mich wieder beruhigt. Ja, es hat zwar ein bisschen gedauert, aber ich habe mich wieder beruhigt. Und, Black Rock Quarry. Gut, die Quest kann ich wohl noch nicht abschließen. Gorgrond Tanaan Dschungel ist eigentlich aber Level 100. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, wo das ist, liebe Leute. Es tut mir... Soll ich jetzt draufdrücken? There she goes. You got my attention. Oh, oh. Wait for it. Yeah, good. Talk Kablau! Oh, weren't that a prettiest thing? Schön. Ja, ich mag den Blizzard-Humor. Tell me, what do you see? So, Khadgar, was willst du jetzt von mir? Speak with Thalin Darkanwyl. Be vigilant, friend. Okay, Thalin Darkanwyl. Willst du mir nicht nochmal ein bisschen was abnehmen vorher? Wir wollen jetzt unsere Taschen noch mal ein bisschen leer halten. Elix, ja, schön, ist schön. Schön. You do fighten. Ach ja, ich liebe diesen Akzent einfach. Ich liebe diesen Akzent einfach. Wo ist denn im Norden? Ist das jetzt hier in Gorgrond oder was? Es ist in Gorgrond, okay. Gut. Was? Gogluk Slain. Ja, da läuft man einfach hinterher. Ne, dann können wir den Gogluk. Gogluk ist hier. Warum sollte ich das wollen? Ich kann doch einfach umlatzen. So, climb. Oh, der Typ hier, der Penner, will immer noch was von mir. Ich weiß, ne? Das ist halt, das ist halt nur, wenn man so scheiße sexy ist und dann rennen einem die Typen alle hinterher. Das kann unser Panda, kann das hier zu Genüge singen. Das Lied. Und sollen wir jetzt wirklich hier hochlaufen? Und ja, sollen wir, aber ich bin zu blöd dafür. Ja, ne, unser Panda, ne, sexy, fluffig, um es mal mit den... Kerle, ich bin nicht zu blöd dafür, ich sollte vielleicht einfach abmounten. Bleib da sitzen. Muss man den Worten zu sagen, mit denen ich es bei Fora gepostet habe, ne? Kawaii Panda, das nee! In etwa so, ne? Auch sehr authentisch natürlich rübergebracht. Enter the World Breaker Siege Turret and destroy 200 Iron Horde troops. Cool, da unten ist es. Like we arrive just in time. Hop into that turret and keep them away. See if I can get this thing going. Kadga! Buy me some time. We will do what we can, Thalin. Hero, keep these orcs off of us. Thalin Darkanwyl. Warum geht es denn jetzt bitte nicht weg? Hallo, die müssten eigentlich weggehen. Die sind bis jetzt immer weggegangen. Oh, nice. Da muss ich noch mal ein bisschen gucken. Ja, das ist halt so, ne, wenn man hier mal ein neues Addon kriegt, dann ist es alles nicht mehr ganz so einfach, ne? Deine Addons hier auch wieder halbwegs unter Kontrolle zu halten. Und eigentlich müsste das Skript noch funktionieren. Aber da gucken wir nach. Tank coming over the rise. Look out. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin auch Draenei-Fan. Ich mag Draenei recht gerne. So, dann hauen wir dir mal hier deine fiese Fraser ein. Vor allem, ich soll hier echt 200 von den Viechern holen. Remind me never to drive a tank built by an orc. Hold strong, everyone. Here they come. So, dann hauen wir mal hier den Tank wieder weg. Eine Siege Engine, haben wir den jetzt weg? Glaube, ne, der brennt erst. So, wollen wir doch hier mal zwischendurch noch ein paar von den... They're bringing up explosives. Destroy those carts before they get close. Ja, ich glaube, wenn die Idioten ernsthaft... es ist ein schönes Model, muss ich sagen. Aber ganz im Ernst,
wenn die Idioten ernsthaft, während ich hier auf so einem Sprengturret sitze, ja, mit explosiven Karts rumfahren, wie scheiße dumm muss man denn da sein? Da muss man echt kein Genie für sein, um zu merken, dass das eine scheiß Idee ist. Ernsthaft? Also intelligent würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, da würde ich es weit entfernt von intelligent, liebe Freunde. Fast so intelligent, ne, seine Addons hier nicht richtig einstellen zu können. Ja, fast so intelligent ist das. Okay. Press the map. Ah, jetzt muss ich hier noch drücken. Wow. Are you so eager to meet death? Look then upon the countless faces of your demise. Rise up, Iron Horde! Bring your war chief their heads. Schöne Cinematic. Bin auch ein bisschen laut, aber gut. Get to the docks. That dang army should be here any minute. Let's move. Hui. Lauf, 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 lauf. Hui. Flumps. Get to the docks. The docks. Run to the docks. Run. Run. Natürlich rennen wir da, ne? Wenn. Come at me, Hellscream. Don't be a fool, Gunnar. Run. We will fight another day. Look out. Keep moving. I see the ships ahead. Ich will das hier auch nicht übersprechen, weil die Szene gefällt mir gerade echt gut. Where now? Head for the ships at the end of the road. This way. Go, go, go. There is no place to run, outsiders. This is my world. We will find you. We Frostwolves will be waiting for you, Hellscream! You! Your ogres! Your whole Iron Horde! You're as good as dead! Schön. Observe and reflect. Let's get underway then. We will need to build a stronghold if we hope to end the Iron Horde threat. And we're going to need help from the natives. To the home of the Frostwolves. Okay, wir fahren jetzt dann wohl zum Frostfeuergrat und die Allianz würde dann ins Schattenmondtal, glaube ich, gelotst. Ob sie da jetzt auch mitkommen alle? Würde mich mal interessieren. Chillfang. Warum sagst du mir, dass hier ein NPC ist, aber ich sehe keinen? Willkommen auf Draenor. We are home. For the frost in my eyes may not work. The familiar chill of the air is comforting. You mentioned the Frostwolf chieftain. Ah yes, Garad's youngest, a noble soul named Durotan. Durotan. Wise beyond his years, but still young. I fear he has been thrust into the bronze jaws. Our people are in great danger. Drekfar, old friend, you are alive. I can barely stand, but for the actions of these heroes, I would be dead. These are champions from a faraway realm, pledged to fight the Iron Horde.
I know your eyes don't work, Shaman, but this one has green skin. I do not need eyes to see it. They are noble of heart. They saved our kin, including your brother. Very well, strangers. You have earned the trust of our shaman. I will not turn away the help. Grook, da wollen wir mal gerade gucken, ob wir den nicht noch mitnehmen können. Nee. Wohl nicht. Wohl nicht. Naja, gut. Kann ja mal vorkommen. Geben wir mal unsere Quest ab. Wir müssten eigentlich, glaube ich, gleich unsere Garnison kommen. Plant the Horde Banner, ja. We will not be broken. This terrain is ideal for a stronghold. I can open up a portal to Orgrimmar only briefly. Reinforcements are standing by, I hope. The very best. Hey, somebody call for a fixer? You're entrusting a goblin to be your foreman? I'm all yours, Commander. Gaslow here oversaw the construction of Orgrimmar. Orgrimmar, the impenetrable fortress. Wasn't it recently sacked? Yeah, okay. One little sacking. Ja, schöner Dialog. Das wird aber auch wieder die letzte dieser Episode sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Draenor in unserer Garnison. Macht's gut, bis dann. Tschüss. So eager to meet death. Look then upon the countless faces of your demise. Rise up, Iron Horde! Bring your war chief, their heads.